Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cast 2. Heute fahren wir ein kleines Rennen gegen die künstliche Intelligenz und das mit diesem wunderschön designten Fahrzeug. Dem Ferrari 330 P4, nicht wie in Assetto Corsa in der Spider Edition, sondern mit zu im Dach und mit geschlossener Kabine sozusagen. Und diesem klassischen Wechselrad hinten mit dabei. Und das hat auch ein anderes Fahrzeug aus dieser Klasse, nämlich der Ford GT40. Der fährt hier auch mit. Sehen wir den im Hintergrund gerade schon? Nee, sehen wir gerade nicht. Ich glaube auch noch der Lotus. Doch, da kommen sie gerade angefahren. Lotus ist ja nicht auch jemand mit G40. V8 ist auch mit dabei. Also drei Fahrzeuge in dieser Klasse, während wir... Da ist er, GT40. Ach nee, war auch der Ferrari. Ja, professionell. Da ist er, der GT40. Der ist auch der Ferrari. Da war er, der Gelbe. Naja, während wir auf jeden Fall hier im Ferrari sitzen, V12 Power, 450 PS, 8000 Umdrehungen und mehr. Und das wird abgehen. Das Ganze auf Laguna Seca. Ich würde sagen, ich laber gar nicht lange rum. 15 Minuten Rennen stehen an. Wheelcam ist an. Wir machen das so und gehen dann auch ins Cockpit. Lenkrad steht gerade. Nehmen wir mal die richtige Cockpit-Ansicht, jawohl. Und dann noch die Anzeigen rein. Und dann geht's los. Sound ist schon mal mega geil, finde ich. Der könnte vielleicht für den V12 ein bisschen schreiger, brülliger sein. Aber der hat so einen schönen Ansaug-Sound, habe ich so das Gefühl. Alter! Okay, KI, wie gewohnt. In der ersten Runde noch einen Nagel im Kopf. Die lassen wir also erstmal hier gepflegt ablaufen, die erste Runde, sodass sich die KI ein bisschen sortieren kann. Und erst dann werden wir attackieren. Erst sortieren, dann attackieren. Vor uns der Lotus übrigens. Auch mit dicker V8-Power, genauso wie der Ford. Und mit einer sehr beeindruckenden Auspuffanlage da hinten. Könnte sogar ganz praktisch sein, wenn du in einem Auto dahinter fährst, dass der Sound noch ein bisschen über dich geleitet wird und nicht das komplette Wahnsinnsschreien auf die Ohren kriegst. Okay, KI steht auf 105%, 50er Aggression. Ich hoffe, das wird gut gehen. Ja, und ich habe keine wirklich lange Proberunde gemacht. Ich habe einfach nur ein bisschen mich ans Fahrzeug gewöhnt. Hab aber jetzt nicht gecheckt, wie gut passen die Klassen zusammen. Oder die Fahrzeuge, wie ausgeglichen ist diese Klasse. Einfach mal zack auf die Strecke und dann geht's ab. Laguna Seca übrigens, für alle, die es noch nicht erkannt haben. Mit der wunderbaren Schraubenzieherkurve. Korkenzieherkurve, Entschuldigung. Die wir gerade schon gesehen haben. Ja, aber auch sonst eine Strecke, wo öfter auch mal so Historic Track Days so ausgetragen werden, wo einfach die alte Fahrzeuge. Auf die Strecke gepackt werden und die Besitzer können einfach mal ein bisschen rumwildern. So langsam scheint es der KI gut zu gehen hier wieder. Die scheint auf Renntempo jetzt zu sein und jetzt können wir auch mal ein bisschen angasen. Ich muss sagen, Fahrverhalten vom Auto finde ich eigentlich ganz witzig. Ist aber auch irgendwie so ein bisschen... Weiß nicht, ob das so richtig ist. Der ist so bouncy auch. Der hüpft auch so gerne rum, wie wir es von Straßenwagen hier kennen. Ich demonstriere das mal. Guck dich das mal an. Und es fühlt sich auch manchmal so an, wenn du aus der Kurve raus beschleunigst im zweiten Gang, dass du vorne das Rad, dass es sich hebt. Also nehmen wir mal an, Linkskurve, zweiter Gang. Vielleicht die erste Kurve oder die letzte Kurve hier auf der Strecke. Könnte ganz gut passen. Und da dann zackig... Und mit einem Schlag aufs Vollgas und du hast wirklich das Gefühl, da hebt sich ein Reifen vorne. Aber ansonsten witzig abgestimmt eigentlich hier auf der Bremse, so ohne Gas kommt er ein bisschen quer. Das kann man eigentlich zum Einlenken nutzen, wenn man denn das drauf hat. Seht ihr, dass wieder springt? Sonst habe ich eigentlich nicht viel zu meckern. Sieht super sexy aus. Auch das 3D-Modell. Alles da, wunderschön.
Ist natürlich mega ikonisch. Der Motor klingt lecker. Das klingt auch irgendwie richtig nach so einem alten V12. Der noch so ein bisschen, der zwar hochdreht, aber ein bisschen träge dabei klingt. Das finde ich bei Lamborghini V12 Motoren ganz charismatisch für die alten V12 Motoren, was in Diablo und so drin steckt, dass die einfach so, die klingen irgendwie, als wollen die gar nicht drehen. Aber während sie drehen, schreien die natürlich auch. Also es ist so ein Mix aus ja und nein. Okay, also es scheint einigermaßen zu passen von der Stärke her. Wenn ich mich nur noch ein bisschen drauf einschieße, dann sind wir wahrscheinlich ein gutes Stück schneller als die KI. Aber das ist okay. So können wir uns wenigstens die schönen Fahrzeuge anschauen. Und die werden wir irgendwann auch nochmal auf Le Mans testen. Aber ich habe gedacht, wenn es doch bald, was heißt bald, aber es wurde ja schon DLC geleakt, wo Historic Le Mans dabei sein soll, also eine historische Variante von Le Mans. Ich gehe mal davon aus, dass das dann ohne Schikanen ist und so und vielleicht noch ein bisschen anders im letzten Teil der Strecke. Bin ich sehr gespannt drauf. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn wir die irgendwann kriegen, dann sparen wir uns doch diese schönen Fahrzeuge für das schöne Teil auf. Aber ich wollte den 330 P4 unbedingt mal fahren, deswegen Laguna Seca ist da die Qual der Wahl. Oh, das Monster-Oval vielleicht auch gepasst hätte um die historische Strecke. Egal, das machen wir auch nochmal. Ist nicht die Entscheidung anzweifeln, sondern entschlossen hier nach vorne fahren. Vorne fahren und vier Elefants machen. Ich verschalte mich ab und zu, dann lasse ich die Kupplung zu schnell wieder los und bin aber noch nicht im richtigen Gang offensichtlich. Und dann steht zwar rechts, der Gang ist drin, aber man kommt beim Gasgeben einfach nur in den Begrenzer. Also irgendwie ist da ja der Gang dann doch nicht richtig drin offensichtlich. Oh, hier sind sie aber schon sehr langsam. Klingt gut und sieht sexy aus. Bin ich ein großer Fan von vom 330 P4. Also von seinem Aussehen. Ich habe jetzt nicht die historischen Fakten aller Fahrzeuge, die noch existieren. Waren das nicht nur zwei oder so? Ich habe das für Assetto Corsa ein bisschen durchgelesen, für das Ferrari DLC, aber dann, ich vergesse sowas dann immer gerne wieder. Ja, schade. KI doch ein bisschen langsam hier im letzten Abschnitt der Strecke. Vorher geht's eigentlich. Falls ihr euch wundert, was das Blitzen manchmal im Cockpit ist, ich glaube, das sind Flammen aus unserem Auspuff, die uns quasi so ein bisschen das Cockpit beleuchten, was irgendwie keinen Sinn macht, weil das eigentlich sehr weit voneinander weg ist. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Dass es den Effekt gibt, weiß ich auf jeden Fall. Das habe ich nachts schon mal gesehen.
und auch andere Flammen aus anderen Auspüffen können dir das Cockpit erleuchten. Ich muss aber sagen, ich habe hier lange keinen Ferrari gesehen, den ich jetzt überhole. Wir haben die ganze Zeit nur ein paar Fords und ein paar Lotus. Das ist Lotushöhe. Attackiert. Was darauf hinweisen könnte, dass der Ferrari der schnellste in der Klasse ist und sich vorne so ein bisschen abgesetzt hat. Ja, also hier muss auf jeden Fall noch was gehen. Da kann die KI locker nochmal 5, 6, 7 Punkte höher gestellt werden. Wenn man hier gut durch den letzten Abschnitt durchkommt und weiß, was man da macht, dann ist die KI einfach zu langsam. Öltemperatur 112 Grad und wir sehen auf der Geraden, wie er das V8 Monster Lotus hier links liegen lässt. Dem gefällt das gar nicht und er ist ein bisschen auf Krawall gerüstet hier. So, wo sind wir denn überhaupt? Zählt davon 22. Also haben wir uns gerade durchs halbe Feld gekämpft. Ich glaube, es ging noch mehr KI-Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, warum ich nur ein 20 hier draufgepackt habe. Alles klar, 4 Minuten sind noch übrig hier vom 15-Minuten-Rennen in Laguna Seca. Ja, und es gab keine großen KI-Probleme in dem Sinne, dass sie irgendwie abgeflogen sind oder einmal pro Runde an irgendeiner Kurve Scheiße bauen oder so. Das lief schon mal ganz gut, aber wie gesagt, rundzeitentechnisch, wenn wir da auch ein bisschen freie Bahn haben, dann geht da natürlich auch noch ein bisschen was mehr. Oh, ganz fieser Dreck hier auf Laguna Seca. Jetzt zieh dich direkt rein und runter in den Dreck. Oh. Und davon gibt es eine Menge hier. Also gerade wenn man nur mit einer Seite im Dreck steht und der anderen Seite noch auf dem Asphalt, dann zieht sich dadurch sehr hart nach rechts, in dem Fall, wenn du rechts auf dem Dreck bist. Da kann man schon fast besser, um wieder runterzukommen, kurz ganz auf dem Dreck fahren, links einlenken wieder, um dann wieder der Strecke zu joinen. Mehrfach jetzt schon verschaltet hier. Wir haben zum Glück den Schaden aus. Ich weiß gar nicht, ob sonst irgendwie Getriebeschaden geben könnte, wenn man das zu oft macht.
Ja, gesagt, getan. Entschuldigung. Muss ich mich einfach durchquetschen, wenn ich da so eine Lücke so lange offen sehe, dann denke ich, ja komm, jetzt kannst du auch noch eben. Oh. Ja, aber es sieht doch so aus, als ob der P4 hier gerade gegen den Lotus noch etwas overpowered ist auf der Geraden. Hoppala, da geht er schon weg. Ha, wenn wir so schnell waren, hat man einen Windzug. Und den hat den, der hat den Lotus da verrissen. Nee, also, da müsste man nochmal weitere Tests machen, ob die Fahrzeuge ähnlich schnell sind im Multiplayer vielleicht. Wenn Menschen diese Autos fahren. Weil dann natürlich auch eine schöne Klasse für ein Multiplayer-Rennen, für ein Community-Rennen oder so. Gleich mal gespannt auf die Zeiten der Ferrari. Der Ferraris. Da vorne fährt auf jeden Fall schon was Rotes. Ah! Aber Rennen ist vorbei, Rennen ist durch. Jawohl, tatsächlich. Da vorne wäre der erste Ferrari gewesen. Und, ja, aber guck mal, die sind gar nicht alle vorne. G40 hat auf jeden Fall gewonnen, GT40. Und auch hier ist noch einer. Wir sind Sechster geworden. Sehr schön. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr sehen wollt, einfach in die Kommentare hauen. Dann teste ich das gerne mal ansonsten. Protagast 2, alle Kombinationen und so. Ihr wisst ja, wir werden hier alles austesten und alles machen. Ich mache die Wheelcam aus, mache meine Stimme aus, den Sound laut. Und ja, wünsche euch viel Spaß bei der Wiederholung. Macht's gut. Tschüssi.